So, und damit herzlich willkommen zurück zu Dungeon 2 unter Linux wohlgemerkt. So, ich habe mir schnell was zu trinken geholt, da es immer noch schön warm ist. Und ich immer noch genug Getränkreserven vom Partisan habe. Nachdem sich das ultimative Böse aus den Tiefen befreit hatte, reiste es, an den Thron gefesselt und mit der tragkräftigen Unterstützung seiner Schnodderlinge, weiter, um schreckliche Rache an denen zu nehmen, die ihm das angetan hatten. Sein erstes Ziel war der Paladin Robert, mittlerweile König der Allianz. Er hatte sich auf sein Jagdschloss zurückgezogen. Dort war er die perfekte Zielscheibe. Okay, dann wollen wir mal den Robert umballern. Spähern zufolge lustwandelte König Robert zumeist im Garten seines Jagdschlosses und rezitierte dort Gedichte. Bald würde sich seine Lyrik in Wehklagen verwandeln. Das rachsüchtige Böse dürstete schon danach, den König der Allianz zu bezwingen und sich seinen Kopf als Trophäe an die Wand zu hängen. Hoppla, ich meine natürlich im Hinblick auf die USK, dass es König Robert bald alle Kekse wegnehmen würde. Davor jedoch musste sich das ultimative Böse um seinen Dungeon kümmern, um eine kleine Armee aus ein paar Orks auch finanzieren zu können. So, wie sieht's denn aus? Wieder nichts da, ne? Gut. Das ist die Karte. Wo geht's da hin? Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, drei Orks an. Ja, zuerst bauen wir mal wieder eine Schatzkammer, das übliche eigentlich. Die Schatzkammer war fertiggestellt. Schon bald würden die Schnodderlinge des raffgierigen Bösen diese mit Gold füllen. Du kennst doch die goldene Regel, oder? Wer das Gold hat, bestimmt die Regel. Nö. Momentan konnte das eingeschränkte Böse nur auf Orks und Schnodderlinge zurückgreifen. Es gab Gerüchte, dass sich einige Goblins hier in der Gegend in einer Höhle versteckten. Dieser Spur würde das explorative Böse mit Sicherheit nachgehen. Dann nicht wieder unsere kleine Farm bauen können. Na, die Brauerei natürlich. Zack. Aus dem Ratgeber Dungeon für Dummies. Berge bestehen nicht nur aus Felsen und Gestein, sondern können auch natürliche und künstliche Höhlen und Räume beinhalten. Diese sind meist mit Schätzen und Gefahren ausgestattet, um das Graben im Untergrund spannender zu gestalten. Wie schön. Ist das jetzt wieder so eine große
Das könnte wieder so etwa eine etwas größere Goldraube sein. Ultimative Böse sollte niemals vergessen, seine Gold- und Biervorräte im Auge zu behalten. Wenn seine Kreaturen sich dort nicht bei Bedarf bedienen können, werden sie schnell wütend. Ja, ja. Wir haben ja noch keine Orks. Also mal keinen Stress. Was ist das hier oben eigentlich? Werkzeugkisten. Das ultimative Böse machte es sich langsam im Untergrund gemütlich. Dies war zwar eine vernünftige Entscheidung, allerdings wartete dort draußen eine große und liebevoll gestaltete Außenwelt, die es zu zerstören galt. Es ist Zahltag. Die erste Brauerei wurde fertiggestellt. Schon bald würde hier Bier in Strömen fließen und Oktoberfeststimmung aufkommen. Würde das ultimative Böse dem Bierbaron Konkurrenz machen? Was für eine lahme Anspielung. Nein! Schiete. Ich habe leider keine Orks da. Das ist natürlich jetzt blöd. Das kriegslüsterne Böse hatte den ersten Ork angeheuert. Es folgte der alten Weisheit, Gewalt ist eine Lösung. Meistens sogar die einzige. Ein weiterer Ork trat in den Dienst des militärisch versierten Bösen. Die Horde wuchs und gedieh. So, haben wir also jetzt die Spinnen gerade noch platt gekriegt, hervorragend. Nicht genügend Gold, also das war. Oh, da gibt's.
Das stete Klopfen im Gestein hatte an der Oberwelt Gerüchte über einen neuen Dungeon aufkommen lassen. Eine Heldengruppe machte sich auf den Weg, um dessen Schätze zu plündern. Das ultimative Böse freute sich schon auf diesen Besuch. Ich freue mich aber nicht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So. Da natürlich. Wie hätte es ja anders sein sollen? Wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als plötzlich aus dem Nichts mehrere Orks auf sie zustürmten und sie niederstreckten. Diese Heldengruppe hatte ihren letzten Dungeon geplündert. Doch mehr von ihnen würden kommen. Das fürchte ich auch, ja. Zahltag. Naja, hier ist der nächste. Hier gibt es einen Gang. Da kann sich irgendetwas Lustiges verbergen. So, wie sieht es denn jetzt geldmäßig aus? Eigentlich gut. Dann würde ich eigentlich mal gucken, ob hier schon Platz genau für ein zweites ist. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wie sieht's denn hier überhaupt jetzt aus? 9 Bierfässer. Dungeon Keeper Trick und dann um diese großen Sachen ein bisschen mehr. So, na gut, ich werde mir mal trotzdem mit dem dritten Ork genehmigen. Die Zeit für einen Angriff schien gekommen. An der Oberfläche gab es ein kleines, kümmerliches Dorf, in dessen Schenke sich Abenteurer zusammenfanden und Mut antranken für ihren Besuch im Dungeon.
dieses musste zerstört werden. Zerstör das Dorf der Allianz. Das ist wo? Gucken wir doch mal. Pack sie mit der Hand des Terrors, werf sie über den, alles klar, da hinten rauswerfen. Sehr schön. Also hier. Mhm. Ich hätte aber gerne noch ein bisschen rumgebuddelt. So, erkunden wir doch mal wieder ein bisschen die Gegend. So. Wo sind denn meine Rockies? 1, 2, 3. Gehen die jetzt raus? Jawohl. Sehr schön, okay. Mhm. Was ist denn das? Ach, das ist eine Eule. So, ich höre mal jemanden quatschen. Ja, Position halten, Blutrausch. Achso, benötigt Forschung, Blutrausch. Und wir haben ja noch keine Forschung, genau. Töte das Schwein. Töte das Schwein. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht einen auf den Deckel. Sind die jetzt tatsächlich in Level aufgestiegen? Naja, ich sehe es. Tatsache 120. Zum Alltag, ja. Nur. Die hauen die Hütte um. Bäm. Das war die erste. Genüsslichen Krachen brach das letzte Haus des Dorfes in sich zusammen. Ha! Hier würden sich keine Helden mehr treffen
um den Dungeon des zerstörungswütigen Bösen heimzusuchen. Im Norden lag das Jagdschloss von König Robert. Hier würde das auf der Lauer liegende Böse endlich seine ersehnte Rache bekommen. Allerdings sah es verdammt gut bewacht aus. Vielleicht sollte es zunächst die Höhle im Westen aufsuchen, die von einem Goblin-Clan bevölkert wurde, und mit diesem verhandeln. Ich will die Mühle kaputt machen. Das Schaf, das Schaf. Achso, geht von alleine kaputt. Umnieten. Nahkämpfer. In der Ferne konnte man bereits die Festung ausmachen. Die Mauern waren gesäumt von Armbrustschützen. Ein Frontalangriff wäre hier reiner Selbstmord gewesen. In der Zwischenzeit hatten sich mehrere fleischfressende Pinguine auf dem Weg in den Dungeon des ultimativen Bösen gemacht. Sie würden allerdings auf keinen Fall vor dem Ende dieser Geschichte hier eintreffen. Gut, ist ja schon ziemlich lustig gemacht. So, na gut. Oh, fleischfressende Pflanze. Sehr schön. Dann müssten die Goblins hier irgendwo rumkrebsen. Ist das? Schade. Kommt, Jungs, greift sie an. So, ach, da ist ja schon die Höhle. Sehr schön. Dekorativ umdesignt. Was haben wir denn da? Andere und Oberwelt, keine so andere Keller, Gewölbe, Dungeon geben, bis ein kleiner NES besitzt keine eigene Minimap. Achso, da drüben. Der Anführer der Goblins unterwarf sich mit Freuden dem absoluten Bösen und entsandte zwei Goblins in dessen Dungeon mit einigen Plänen für einen neuen Raum. Die Tüftlerhöhle. Dieser Raum wurde so schnell wie möglich errichtet. Komme ich hier rein? Nein. Tja, Goblinhöhle, das ist das hier. Euer Thronsaal wird angegriffen. Oh je. Sehr schön. Was? Wie ist er angegriffen? Achso, das können die nicht aufnehmen. Das ist ja großartig. Oh je. Tja, das dürfte es schon doch fast gewesen sein, ja. So ein Blödsinn. Ich muss jetzt dahin rennen, oder was? Euer Thronsaal wird angegriffen. Ja, doch. Super, hat's die Goblins schon umgenietet. Gucken, wie sieht's aus. Ah ja, das überleben wir. Der Thronsaal wird angegriffen. Ja, du krieg dich mal wieder ein. So, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Das ultimative
Detektive Böse hatte es wohl vergessen, aber ein neuer Raum stand ihm zur Verfügung. Quatsch nicht, ich bin angegriffen. Er richtete es diesen sofort. Zahltag. Das ist auch wieder so eine, soll ich sagen, sehr großzügige. So, wie sieht's denn aus? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ist ja nicht mehr normal. Der Feind ist ja in den Dungeon eingedrungen. Es geht ja nicht dauernd hier. Der mich aushält. Sehr schön, das war's. Blutrauschzauber. Gut, dann haben wir mich einen freigeschaltet. So, ich hoffe, dass jetzt endlich mal der Raum hier groß genug ist. Schön eingebuddelt, genau. So, das ist die Tüftlerhöhle. Das reicht. Die Tüftlerhöhle stand, doch noch war sie lediglich als Lager zu gebrauchen, denn es fehlte ein Arbeitsgerät für die Goblins des heimtückischen Bösen. Flux erstellte dies noch einen Bauomat in der Tüftlerhöhle. Ein funkelnder neuer Bauomat zierte die Tüftlerhöhle des expandierfreudigen Bösen. Ein Goblin konnte hier gut arbeiten und Arbeitskisten produzieren. Es würde nun ein paar dieser Kisten benötigen, um eine Falle zu erforschen. Geduldig wartete das launische Böse. Ich hab jetzt keine Goblins, ne? aber kann ich welche anheuern? Ich kann welche anheuern. Bevölkerung 1, 1, 2, hätte ich gerne. Ich will mal Imps sagen, aber das sind ja hier keine Imps. So, wie sieht die aus? Die ist voll. Sehr schön. Oh. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Explodieren die Schatztruhe. Da bin ich mal gespannt. Thank you.
uns ein bisschen nach hinten rein. Mal gucken, was passiert. So feige die Goblins auch waren, ihre Kreativität machte dies mehr als wett. Voller Stolz präsentierten sie dem tückischen Bösen den Plan einer hinterhältigen Falle. Innerlich bösartig lachend, machte es sich schnell daran, diese zu errichten. Ich bin noch im Schatzkammermodus. Falle. So, können wir hier noch sonst noch irgendwas machen? Zahltag. Höhle. Neue Falle erforschen. Ja, das geht nicht. Bereits erforscht, okay. So, wieder ein bisschen Gold verplauzen. Schmotterring ist erstmal genug. Es war vollbracht. Die Falle war fertiggestellt und bereit, von einem Helden gefunden zu werden. Das wird ein Spaß. Just in diesem Moment erschien ein besonders schlagkräftiger Zwergenkrieger direkt im Dungeon. Es war zwar sehr merkwürdig, wie er denn plötzlich hierher gekommen war, aber als Versuchskaninchen für die Falle war er mehr als willkommen. Dieser starke Zwergenkrieger hatte keine Chance gegen die heimtückischen Fallen und kräftigen Monster des unbesiegbaren Bösen und lag im Staube. So viel zu einem Spiel mit Zwergen. Damit war zwar nun die Verteidigung des Dungeons deutlich verstärkt, aber das Jagdschloss war noch immer gut gesichert und uneinnehmbar. Es gab nichts, was das ultimative Böse hätte tun können. Die Aufgabe war unlösbar. So zog es sich geknickt zurück, ließ seine Rache Rache sein und tobte seinen Zorn an Stinkwurz, Pestnelke und Zottelwicke aus, die unschuldig am Wegesrand gediehen. Ende. Unbefriedigend, nicht wahr? Natürlich war das noch nicht das Ende. In Wirklichkeit stattete das nicht aufgebende Böse der Goblinhöhle noch einen weiteren Besuch ab. Mit ein paar Prügeln würde der Goblin-Anführer sicher noch etwas Nützliches ausspucken. Sehr schön, jetzt muss ich hier wieder wegrennen. Ja, wir haben ja hier eine Falle, da eine Falle und ich würde eigentlich nur hier eine hinsetzen wollen. So. Zack, zack. Das nach Erweiterungen geifernde Böse konnte es kaum erwarten, die weiteren Möglichkeiten der Tüftlerhöhle zu erkunden. Insbesondere das Lazarett schien nützlich, um seine angeschlagenen Einheiten heilen zu können. Es machte sich daran, dies erforschen zu lassen.
so eine Heilflasche. Das ist so ein Kaninchen. Irgendwas. Was sind denn diese Hoshis? Sind wir schon in der Höhle, alles klar. Nach einigen kräftigen Schlägen war der Anführer der Goblins genügend motiviert, um dem ultimativen Bösen zu helfen. Tatsächlich gab es einen alten Verbindungstunnel, der früher als Fluchtweg genutzt worden war. Dieser verband die Goblinhöhle mit den Gewölben des Jagdschlosses. Der Goblin-Anführer stellte dem schlagkräftigen Bösen freiwillig einen Goblin-Schurken zur Verfügung, um das Schloss zu infiltrieren. Mhm. Mix, Goblin Schurke, okay. Mhm. Noch null Erfahrungspunkte. Das fröhliche Böse freute sich über diese Unterstützung. Ein Schurke war ein annehmbarer Nahkämpfer. Seine eigentliche Stärke lag aber in seiner Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Dies wurde natürlich sogleich getestet. Fallen Türen ausstellen. Ich gucke jetzt mir das gerade mal an, bewegen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Welche Überraschung. Das musste ja so kommen. Kaum sind meine Rocks nicht da. Nein, eigentlich wollte ich so rumrennen. Trotz der mächtigen Unsichtbarkeitsfertigkeit war es dem ultimativen Bösen zu raten, vorsichtig zu sein. Manche Gegner hatten derart geschulte Augen, dass sie unsichtbare Einheiten trotzdem wahrnehmen konnten. Eine verschlossene Tür hinderte den Schurken am Weiterkommen. Es würde lange, lange, lange Zeit dauern, bis er diese mit Waffengewalt geöffnet hätte. Dankenswerterweise verfügte er über eine passende Fertigkeit, mit der er Türen und noch wichtiger Fallen deaktivieren konnte. Immunität gegen Fallen? Okay. Super, das sind schöne Ratten. Gleich werde ich wieder sichtbar werden. Gehen wir um die Ecke. Zack. Ich kann jetzt eigentlich hier rumswitchen, ne? Wie sieht's denn bei ihm aus? Ein bisschen aufgeladen ist er gleich. Das spürnasige Böse erkannte, dass die Kriegerin dort extrem stark war. Der Goblin-Schurke sollte jeden Kontakt mit ihr vermeiden.
So, die hier ist das, okay. Da drüben wäre es eigentlich auch noch irgendwo hingegangen. Die scheint im Kreis zu laufen. Quatsch. Dann müssen hier so stehen. Jetzt bin ich gerade neugierig. Fallen aufstellen. Ach so. Ich wollte ja noch mal gucken, wo es ist. Feinde sind in den Dungeon eingedrongen. Sehr schön. Komme ich jetzt eigentlich mal in den Dungeon irgendwann zurück? Ach, das ist das hier, okay. Eigentlich müsste ich doch längst jetzt hier im... Wie kommt man denn jetzt bitte da rein? Hier waren die Treppen. Unter der Burg, ja, da komme ich nur zu ihm. Das ist die Treppe. Hey. Tja, ich will den Schnotterling hier. Schade eigentlich. Wo sind meine Orkis denn nur noch hier irgendwo unterwegs? Da sind die, sind da. Gut. Schatzkammer ist noch nicht voll. Okay, was ist denn los? Ah, die bauen die Fallen also immer wieder neu auf, oder wie sehe ich's? Tatsache. Ich würde sagen, die Fallen scheinen es wohl rauszureißen. So, ich soll jetzt noch irgendwas erforschen, bevor er. Es ist Zahltag. Ja, ja. Oh, ich habe irgendwo Gold aufgehoben. Forschen. Neue Räume. Arbeitsgeräte erforschen. Okay, dann machen wir das. Lazarett. So, wie sieht's denn hier aus? Das karitative Böse hatte das Lazarett erforscht. Dort würden sich seine Einheiten alsbald von ihren Verletzungen erholen können, wenn es denn erst einmal gebaut war. Können wir es hier hin? Das fliegende Böse hatte in seiner Gutmütigkeit ein Lazarett für seine leidenden Kreaturen errichtet. Nun fehlte noch ein Krankenbett. Schnodderlinge würden dann im Dungeon gefallene Einheiten dorthin verbringen. Das erste Krankenbett war errichtet. Verwundete Einheiten konnten sich nun im Lazarett heilen und Schnodderlinge konnten besiegte Kreaturen hierher verbringen, damit sie wieder aufgepäppelt würden. Taverne eingeläutet, das bringt was.
Egal. Das sind so diese Abzeichen. Auch gut. Oh ja, was immer mehr. Dann können wir wieder mal unter die Burg zurück. Blödsinn, jetzt eigentlich schlecht, dass wir mal Tor auf. Ist das eine Falle hier? Nein, ist gar nichts. Schade eigentlich. Ich weiß ja nicht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Komm, greif mal an hier. Ein bisschen XP kann er ja gebrauchen, der Gutste. Sind Feinde in unserem Dungeon. Kümmert ihr euch drum? Oder hat es die hier schon wieder erledigt? Naja, genau, die hat es doch schon wieder. Die hat's doch auch schon wieder alle erledigt. Sehr schön, sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Da scheint noch irgendwas Interessantes zu sein. Oh, da ist wieder so eine riesen Ader sozusagen. So. Hier hinten ist nichts weiter. Trotzdem mal einen hier so für quer rein. Gut, dann gucken wir mal weiter, wie hat er sich erholt. Oh, war sehr langsam. Noch 20 XP, dann sieht's gut aus für ihn. So. Ich habe ein bisschen zu schnell geklickt. So, wo ist diese dumme Tante? Die kommt da gerade angelaufen. Die läuft tatsächlich in den Raum rein, alles klar. Da scheint auch nichts wirklich von Bedeutung hier zu sein. Da auch nicht. Die würde ich nicht alle kriegen, ne. Der hat nur 10 Schaden, Rüstung ist zu wenig. In der Burg wurde ein Gobobot, oh Gott, zu jämmerlichen Reparaturarbeiten gezwungen. Kurz spürte das rührselige Böse so etwas wie Mitgefühl aufkommen, das sich dann aber als mächtiger Rülpser entpuppte. Befreien würde es den nützlichen Gobobot. Natürlich trotzdem. Ja, das ist der da, okay. Okay, willst du die denn befreien? Da ist er, okay. Ob man die hier meucheln kann, ist immer noch meine Frage.
passiert. Ah, man kann ihn meucheln, alles klar. Jetzt greift er natürlich gerade hier alle an. Achso. Beschwingt durch den Befreiungsversuch des Schurken, schloss sich der Gobobot der Horde an und heizte seinen Peinigern ordentlich ein. Seine Fähigkeiten, Fernkampfschäden größtenteils zu ignorieren und größere Bereiche in Brand zu setzen, sollten sich als äußerst nützlich erweisen. Ja, jetzt habe ich den also auch. Gut, er ist ein bisschen angeschlagen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Naja. Oh, da reimt ja jemand vom Feinsten. Lerne zu reimen, ohne zu schreien, mal wieder. So, komme ich hier lang? Ich komme hier lang. Sehr schön. Okay. Oh je. Das ist wie der Thronsaal wird angegriffen. Ah, der Thronsaal wird angegriffen. Schon an, oder? Also. Mhm. Haben die Fallen wohl diesmal nicht funktioniert? So, mal gucken, wie sieht's denn aus? Wir haben noch 14. Räume verbessern. Aha. Na, dann machen wir das dann. So. Neue Räume gibt's nichts. Oh, das war jetzt erforscht, ja. Wie sieht's denn nur aus hier? Hier ist okay. Kohle. Okay, das sieht nicht so toll aus. Sind denn meine Jungs? Die hacken immer rum, alles klar. Also wenn wir so zu tun haben, meine Schlumpis eigentlich genug. So, jetzt müssen wir eigentlich die Stadt erobern. So, wie sieht's denn bei dir aus? Die Rosen sind rot. Tag.
Und so ließ das fahrlässige Böse die einzige Einheit, die in dieser Mission wirklich wichtig war, prompt sterben. Tolle Der Goblin-Anführer seufzte und stellte seinen zweitbesten Schurken am Kellerausgang bereit. Das ist aber auch jetzt ein bisschen wie ärgerlich gerade, oder? Rennt er hier einfach da wild los? Trotz dessen gewaltiger Feuerkraft hatte das versagerische Böse seinen Gobobot verloren. Eigentlich wird... Wo laden wir denn mal wieder? Naja, mal gucken, was passiert. Die Geschichte nun zu Ende. Aber wie durch ein Wunder tauchte in der Nähe der Goblin-Höhle eine weitere dieser wunderbaren Kreaturen auf. Hoffentlich würde diesmal mehr Acht auf sie gegeben. Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Tja, das war natürlich jetzt wieder ziemlich Mist. Sich halt hier die ganze Zeit auch von dem immer beschießen lässt. Von dem blöden Kanonenturm. So ist es. Nein, den kann er nicht machen. Gut. Gebe ein bisschen Entdeckung. Hallo? Quatsch. Keine Attacke. Achso, ich muss ja hier erst noch was kaputt machen, sehe ich gerade. Super. Die ganze XP also für den Arsch. Naja, das ist natürlich nicht sehr toll. Das Dark-Schloss war völlig zerstört. Das rachsüchtige Böse klopfte sich selbst zufrieden auf die Schulter. Nun war es an der Zeit, sich König Robert zu widmen. Dieser rezitierte in seinem berühmten Garten seine weniger berühmten Liebesgedichte. Das lyrisch gehandicapte Böse hatte für Poesie wenig übrig und würde ihm das auch handfest klar machen. Nix der Zerstörer. Na gut, da hat er mal 15% ein bisschen mehr. Der blöde König. Der König wurde von einer Pixie begleitet, die über mächtige Heilmagie verfügte. Ein direkter Angriff wäre reiner Selbstmord gewesen. Gnadenreicherweise gab es diesen allwissenden und hilfreichen Erzähler. Dieser wies das ungeduldige Böse darauf hin, dass sich die Pixie ab und an entfernte, um bei einem kleinen Lager im Süden nach dem Rechten und viel wichtiger, nach Sonderangeboten zu sehen. Die Pixie summte nun herbei, um zu schauen, was das Essen macht. Das ultimative Böse bereitete einen Hinterhalt vor. Die nervige kleine Pixie hatte ihren letzten Heilzauber gesprochen. Das handwerklich versierte Böse bastelte sich aus ihren Flügeln einen Fächer. Nun war es an der Zeit, König Robert zu suchen und sein baldiges Ableben sicherzustellen. Oh, was gibt's hier? Mana-Drang, oder was ist das? Da ist ein Buch. Komm hier, du sollst das Ding angreifen. Ah.
Buch? Die Schafe wären auch noch dran. Na gut, jetzt hat er auf jeden Fall ein bisschen XP bekommen. Kann man den dummen König jetzt einfach so wegballern? Das ist jetzt meine Frage. Also, es ist Zahltag. Ja, es ist Zahltag. So gespeichert. Irgendwie mit Tasten bewegen, fällt mir gerade ein, habe ich schon mal gelesen. 2, 1, 1, das ist die 2, okay. Sollst du ihn angreifen? Haben wir doch schon fast lang. Komm, noch ein Schlag. König Robert fiel und das ultimative Böse hatte seine wohlverdiente Rache bekommen. Doch dort draußen warteten noch weitere Helden, die es verdient hatten, niedergestreckt zu werden. Ihre Zeit würde kommen. Puh. So. Na ja.